Ich möchte heute ein Zeugnis aus meinem Leben erzählen. Und zwar, als Gott mein Leben gerettet hat. Das ist keine Story, wo ich sage, oh, ich bin krank geworden und Jesus hat mich geheilt und Halleluja. Sondern es ist eher so ein, ich war von Anfang an, war es mir nicht wichtig, ob ich lebe oder nicht lebe. Einfach nur aus diesem Grund, weil ich schon damals geglaubt habe, dass ich in den Himmel komme. Und für mich war es keine schlimme Zeit. Trotzdem habe ich in dieser Zeit viel gelernt. Vor allem, dass es auch andere Menschen gibt auf diesem Planeten, die sich vielleicht Sorgen machen oder so. Naja, ich fange einfach mal an. Als ich ungefähr 19 war, hatte ich eine Erkältung. Und eine Erkältung ist ja nichts Schlimmes. Aber ich habe gehört, wenn man Sport macht, dann ist es schlimm. Ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht. Anders als heute, wo ich ein bisschen fauler geworden bin. Aber ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht. Und ich habe auch Sport gemacht, wenn es mir nicht gut ging, wenn ich krank war, wenn ich eine Erkältung hatte. Und anscheinend ist das nichts Gutes. Naja, auf jeden Fall war ich lange Zeit erkältet. Und ich habe immer gedacht, okay, ist ja egal, ist nur eine Erkältung. Ich bin niemand gewesen, der wegen einer Erkältung zu Hause bleibt. Wenn ich ein bisschen Schnupfen habe oder Halsweh oder irgendwie sowas, das war für mich kein Grund, nicht in die Schule zu gehen, keinen Sport zu machen oder wie auch immer. Ich habe das trotzdem durchgezogen. Und ich weiß noch, dass es dann irgendwann schlimmer wurde. Und es wurde so schlimm, dass ich zum Arzt gehen sollte. Ich war auf jeden Fall bei dieser Ärztin und ich hatte schon so rote Punkte am ganzen Körper. Ich hatte Übelkeit, ich konnte nichts mehr inhalten. Also alles, was ich gegessen habe, ist wieder rausgekommen. Und dann bin ich da hingegangen und die Frau hat mich halt nach Hause geschickt und hat gesagt, ja, ist nicht so schlimm hier, nimm das. Oder wie auch immer, hat mir irgendein Rezept gegeben. Und dann bin ich, also es gibt zwei Optionen. Entweder bin ich mit dem Taxi nach Hause gefahren, weil meine Mama mir Taxigeld gegeben hat, oder ich bin zu Fuß gegangen, aber das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Ich bin an die Rezeption gegangen und habe dann nach dem Taxi gefragt und der hat mich dann 200 Meter nach Hause geschickt, gefahren, weil ich es nicht geschafft habe zu gehen. Und naja, da merkt man schon, dass es ein bisschen schlimmer ist als nur eine Erkältung, aber naja, die Ärztin wollte mich nach Hause schicken. Und dann habe ich mich auf die Couch gelegt und habe einen Eimer genommen, weil ich mich ja immer wieder übergeben habe, habe immer wieder was getrunken und habe mich dann immer wieder übergeben. Und das war ein paar Tage, lag ich, glaube ich, auf dieser Couch. Und an dem Tag aber, an dem ich auch beim Arzt war, ist mein Dad dann irgendwann von der Arbeit nach Hause gekommen. Der kommt immer so nachmittags, weil er sehr, sehr früh anfängt. Und dann hat er gesehen, okay, ich liege schon wieder auf der Couch, mir geht es immer noch nicht besser. Und es waren schon ein paar Tage. Und dann hat er gesagt, okay, komm, wir fahren ins Krankenhaus. Und das Ding ist, dass ich den Eimer noch mitgenommen habe, das weiß ich noch. Dann sind wir ins Auto eingestiegen und dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Mein Dad erzählt so einige Sachen, die passiert sind. Anscheinend sind wir in das eine Krankenhaus gekommen und dann hat er fast einen Strafzettel bekommen, weil der da nicht parken durfte, aber mir ging es ja wirklich nicht gut. Anscheinend bin ich auch noch Schritte gegangen und bin dann erst umgekippt oder sowas, als die Frau dann gesehen hat, okay, komm, wir holen besser einen Stuhl, so einen Rollstuhl und bringen ihn in Krankenhaus. Das war crazy, weil ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Naja, auch, ich glaube, mein Dad hat mich auch rumgetragen und da habe ich versucht, ihn zu beißen und zu anzuschreien und ihn böse anzugucken oder wie auch immer. Naja, auf jeden Fall, das ist alles so passiert, anscheinend. Mein Dad erzählt das so. Und ja, dann war ich im Krankenhaus und dann haben die mich in ein künstliches Koma versetzt und ich glaube, 3 Tage oder so war ich oder 2 Tage, am 3. Tag bin ich aufgewacht. Das Ding, was ich hatte, ist Meningitis, heißt es, oder eine Hirnhautentzündung. Und anscheinend sind es diese Symptome, die ich hatte, sehr offensichtliche Symptome für diese Krankheit. Also diese roten Flecken am ganzen Körper, diese Übelkeit und Kopfschmerzen und alles, was ich halt hatte. Und die Ärztin hat mich halt nach Hause geschickt, weil sie anscheinend keine Lust hatte. Und dann war ich, ja, mehrere Tage im Koma. Und wie gesagt, ich habe ja nichts mitbekommen. Bin dann irgendwann aufgewacht, dann irgendwelche Tage später. Und dann mein Dad auch immer schön Videos von mir gemacht, was ich voll gut finde, weil dann deshalb kann ich jetzt auch darüber reden und euch noch was zeigen. Das finde ich so cool. Okay. Machst du mit ganz? Thirsty, huh? Want something to drink?
du was? Yeah, I think they're gonna bring something gleich. In der Zeit, als ich dann auch im Krankenhaus war, ich war ein paar Wochen im Krankenhaus, habe ich nicht gedacht, oh krass, Gott hat mich gerettet, so wäre ich einen Tag zu spät gekommen oder irgendwie sowas, dann wäre vorbei gewesen, dann wäre ich gestorben. So habe ich nicht gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, ja cool, jetzt habe ich freie Tage, ich muss nicht in die Schule. Ich habe eine Ausrede, wieso ich für mein Abi nicht lernen kann. Aber das Ding, was mich wirklich zerstört hat, ist, wie meine Mutter darunter gelitten hat. Weil meine Mom ist so eine richtig taffe Frau, die zeigt nicht wirklich so ihre Gefühle oder so. Aber da, es gibt ein Bild, wo ich, wo sie da sitzt. Und das hat mich schon später dann mitgenommen. Weil, wie gesagt, für mich war es jetzt kein großes Ding. Wenn ich jetzt sterben sollte, dann sterbe ich halt. Ist doch egal, dann bin ich halt im Himmel. Gibt es kein Leid mehr, ist doch perfekt. Aber irgendwie haben die Leute um mich herum gelitten. Und das ist natürlich das, was nicht so schön ist. Ja, außerdem hat Gott wahrscheinlich noch sehr viel mit mir vor. Eine Sache zum Beispiel, dass ich YouTube-Videos mache. Ich habe auch damals schon, 2011, YouTube-Videos gemacht. Und ich habe auch im Krankenhaus, habe ich gesagt, ey, bringt mir meine Kamera, ich möchte ein Video darüber machen. Und ich habe da schon in die Kamera geredet und Quatsch erzählt. Und ich sah richtig schrecklich aus, weil dadurch, dass ich 3 Tage oder so den Mund offen hatte mit dem Schlauch im Hals, ist da auch alles trocken geworden. Und damals habe ich mir schon gedacht, komm, ich mache ein YouTube-Video darüber. 6. Tag im Krankenhaus. Geht's ganz okay. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich hatte eine Hirnhautentzündung. Und ich habe es diesmal nicht vergessen. Ich war endlich duschen. Ja, mir geht's eigentlich ganz okay. Ich habe ein iPad hier von meinem Dad. Kann die ganze Zeit irgendwie spielen. Und dann gab es was Cooles, also für mich cool, für alle anderen vielleicht nicht so cool. Da muss ich auch aufpassen, ihr müsst aufpassen, so, das ist ein bisschen ekelhaft. Mir musste Rückenmarkflüssigkeit entnommen werden. Und das ist dann so eine lange Nadel, natürlich nicht so lang, aber so eine lange Nadel oder sowas, die dir in den Rücken reingestochen wird. Und genau, und da wurde dann gemessen, wie viel von diesen Bakterien oder sowas, die immer noch in meinem Gehirn sind. Also ja, das war unangenehm, aber es war jetzt nicht wirklich schmerzhaft. Du hast ja vorher eine Betäubung bekommen. Und dann musstest du irgendwie eine Stunde auf deinem Rücken liegen oder auf der Seite liegen. Das war ein sehr interessantes Ereignis und das habe ich, glaube ich, 2 bis 3 Mal machen müssen. Ich habe Rückenmarkflüssigkeit aus meinem Rücken entnommen bekommen. Ich muss jetzt 1 Stunde auf meinem Rücken liegen und Wasser trinken. Ich möchte das nie wieder machen. Das ist ekelhaft. Das musste ich jetzt schon 2 Mal machen. Oh, ich bin so K.O. Aber anscheinend kann ich heute nach Hause, wenn alles gut ist. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sehr, sehr viel Besuch bekommen habe, weil ich das in einem Video gesagt habe. Ich krieg sehr viel Besuch. Dafür bedanke ich mich natürlich. Aber damals hat mein Dad so gesagt, ich habe das Video darüber gemacht, das YouTube-Video darüber gemacht, aber warum habe ich nicht einmal Gott gedankt, so dass er mich geheilt hat oder irgendwas, irgendein Zeugnis oder sowas. Aus dem Grund, weil ich... Für mich war es nicht so wild, ob ich jetzt lebe oder nicht. Im Nachhinein immer noch nicht. Also wenn ich jetzt sterbe, dann ist es halt so. Das ist ja kein Problem. Außer halt, das Einzige, was mich daran stört, ist sozusagen, dass es noch andere Menschen gibt, die ja dann darunter leiden. Weißt du, und wenn sie nicht so eine krasse Beziehung mit Jesus haben, dann haben sie auch niemanden, der wirklich vollkommen trösten kann. Er hat 100% mein Leben gerettet. Er hat durch die Ärzte hindurch mein Leben gerettet. Aber heutzutage ist es so, dass ich einfach sehe, was ich noch getan habe vielleicht mit den YouTube-Videos. Viele Christen, die mich anschreiben und nach Rat fragen, auch wenn ich nicht der beste Ratgeber bin, aber ich kann wenigstens Gottes Aufgabe erfüllen und sein Wort weitergeben. Und das hätte ich natürlich jetzt nicht machen können, wenn ich damals gestorben wäre. Was ich noch weitergeben wollte, ist, dass diese Leichtigkeit, die ich mein ganzes Leben lang schon hatte, dieses, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann halt dich, klammer dich nicht an diese Welt fest. Klar, du hast deinen Auftrag, du hast deine Aufgabe hier auf dieser Erde und die sollen wir auch zu 100% ausfüllen. Aber wenn du dann irgendwann stirbst, so,
hey, wir haben unsere Aufgabe gemacht, wir sind in den Himmel gekommen. Und deshalb, ja, möchte ich euch einfach nur ermutigen, diese Leichtigkeit. So, okay, es kann morgen vorbei sein, deshalb sollen wir 100% unseren Job machen, aber 0% Angst haben vor dem Tod. Und das ist ja das, was Jesus uns nimmt. Der Glaube an ihn nimmt uns diese Angst vor dem Tod. Little Storytime aus meinem Leben, weil ich kein Video vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, hey, ich erzähle einfach nur. Mal sehen, wie das ankommt. Vielleicht bin ich ja nicht so der gute Erzähler. Ich hoffe, ich konnte euch mitnehmen in meinem Leben. Ich weiß nicht, warum Gott möchte, dass ich dieses Video mache, aber ich habe dieses Video jetzt gemacht. Schreibt mir doch, ob ihr auch ein krasses Zeugnis in eurem Leben habt, ob ihr fast gestorben seid, ob ihr fast gelebt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Corey hier, ihr da, alles klar. You know you're supposed to have special powers now. Yeah. Okay, ihr könnt die Verbindung, damit ich fliegen kann. Yeah. Okay, it's not shit. Let's go.